Hey Leute, Mario hier und willkommen zu einer Versuche nicht zu lachen Challenge. Beziehungsweise bei mir heißt es ja Versuche zu lachen Challenge, weil ich persönlich tue mich mit diesen lustigen Videoclips immer ein bisschen schwer. Auch wenn ich in den Kommentaren dann immer sowas höre wie Bardo, guck dir doch mal YouTube-Kacke an, das ist richtig, richtig lustig. Und dann gucke ich mir das an und denke so, ja, nee. Mir ist so aufgefallen, dass diese Videos immer noch extrem beliebt sind auf YouTube. Und ich dachte mir, ja, okay, das nehme ich mal mit. Das mache ich einfach mal so, damit wir nicht immer nur Gaming-Content hier haben. Wenn ihr lachen müsst bei diesem Video, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber vielleicht werde ich zwei, drei Mal lachen. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, Reaktionsvideos sind halt einfach stumpf. Die YouTuber sitzen halt einfach da. Und ab und zu sagen die sowas wie, Digga, nein. Nein, ich muss das jetzt zensieren. Sonst kriege ich kein Geld auf YouTube. Den ersten Clip kenne ich sogar. Ich dödel. Aber der hat zumindest die richtige Energie. So. Finde ich lustig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es wirkt so geactet, dass irgendwie alle Bescheid wissen. Aber ich finde so Helikopter-Pranks. Ich weiß nicht warum, aber das ist, man sagt ja so, ey, wenn man Vater wird, dann kann man das nicht mehr gucken, wenn sich ein Kind verletzt. Das tut dann zu doll weh. Und ich habe mit Basketball eigentlich sehr wenig zu tun, aber seit Kobe diesen Absturz hatte mit dem Helikopter, ich kann irgendwie keine Helikopter-Videos mehr gucken, wo irgendwie so Jokes gemacht werden. Ich weiß nicht warum, irgendwie, das denke ich mal so, ja, ey, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ja nicht der Vater von Kobe gewesen oder so, aber irgendwie fühle ich das nicht mehr. Gassi stabilise. Habe ich übrigens schon gesagt, dass ich Französisch sprechen kann? Ich werde es alles übersetzen, was die sagen. Ja, okay. Der Typ wusste Bescheid, er wusste Bescheid. Nur sie halt nicht. Okay, gut. Ja, hatte die Energie von Leute wissen Bescheid eigentlich. Muss man auch sagen, ich finde Leuten Todesangst zu machen, ist gar nicht so lustig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, das ist ein bisschen gemein. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich alt werde und den Kobe-Vater-Effekt habe. Du wohl se le coup de le. Ich habe übrigens nie Französisch gelernt. Ich war so einer, ich hatte Lateinunterricht. Weil der jetzt stehen würde, Ludus finitus est, Marcus eram properat, würde ich wissen, ah, okay, ich weiß, was da steht. Also, keine Ahnung, das heißt sowas wie, du bist ein guter Pilot oder sowas, denke ich einfach mal. Ça va heißt, wie geht's? Er fragt, wie es dir geht. Hey, das macht man, nachdem man Leuten Todesangst gemacht hat. Ich bin Französisch-Experte. Was denn dazu heißt das nächste Video, der Helikopter? Alles kenne ich zu dem Clip. Finde ich legitim lustig. Im Originalton ist es ein bisschen... Wieso ist der nicht im Originalton? Weil im Originalton dachte er sowas wie, help me, help me. Und das ist, glaube ich, einer von den Jackass-Leuten, der so eine Maske anhat von so einem alten Mann. Kennt irgendwer den Pepsi Man? Seid ihr drin in der Geschichte des Pepsi Man? Kennt ihr das Spiel Pepsi Man? Oder ich will jetzt nicht zu tief eintauchen in die Geschichte des Pepsi Man, aber. Ich glaube, das ist einfach was. Das ist so eine Referenz, die checkt man halt einfach nicht. Es sei denn, du hältst dich halt in irgendwelchen komischen Kreisen ab, so dann sagt man vielleicht, ja, Pepsi Man, ah, da weiß ich Bescheid. Ich glaube, ich hänge zu viel im Internet ab. Wenn ihr den Pepsi Man kennt, hängt ihr zu viel im Internet ab. Our discussion. Nein. Ja. Ja. Was hat er denn erwartet? Was hat er denn erwartet, was da passiert? Okay, was? Der Schwan hat ja die Maske aufgesetzt. Er hat die sogar gut aufgesetzt und die zieht die dann runter. Kann ein Schwan Corona haben? I'm going to jail! Ja, ich glaube, das ist ein Klassiker. Er ist wahrscheinlich einfach nur ein Typ, der ins Gefängnis muss und sich halt wollte. Aber es ist wirklich auch, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz altes Video. Kommt mir zumindest bekannt vor. Oh,
Okay. Whoa, that was rad. Okay. You're one of the few talented people on this website. Everyone else is just talented at being creepy. I'm not gonna lie, this is kind of creepy right here. You think this is creepy? Like, what? You're a man speaking out of f***ing furry woman body. Furry woman? First of all. I see ears, dude. It's a furry. Humans have ears too, don't they? I know, but not on the top of their f***ing head. It's like a cute anime, bitch. What do you mean? Who the f*** caught a furry, bro? Bro, literally, those are like cat ears, dude. Are you wearing an Astroworld shirt? What is that? I am not. I'm wearing a Virginia Rocks shirt. Fucking suck, bro. I thought you were with Travis Scott. God damn. I am with Travis Scott. I'll pull it out right now. What's your favorite Travis Scott song? Dude, Goosebumps, man. I get those goosebumps every time, yeah. I meet that high, man. Throw it to the side. Was haben wir da gerade gesehen? Erstmal Beatbox. Der einzige Grund, warum du im Jahr 2020 Beatbox können solltest, ist vielleicht, dass wenn ein großer Beatboxer aus dem Jahr 2009 irgendwann mal Präsident wird und den 5. Weltkrieg startet oder so. Und du musst das verhindern. Dann würde ich sagen, okay, lern Beatbox, reiß in die Vergangenheit, freund dich mit Beatbox Mike an und dann mach, dass der halt nicht einen Weltkrieg startet. Das ist der einzige Grund, warum du Beatbox lernen solltest. Und der Rest des Videos, ja, das wurde nicht besser nach dem Beatbox. Constantly doubt my epic athletic expertise. Oh, I get it. I don't look like the average athlete, but I am an absolute fucking unit on the basketball court. That was the move that made LeBron cry. Oh no. Uff. Ey, also ich war ja auch schon mal müde im Leben, aber dass ich im vollen Bus am helllichten Tag zur Seite gekippt bin. Ich glaube, dieses Level an Müdigkeit habe ich noch nicht gehittet. Wer das schon mal gehittet hat, der kann ja mal seine Lebensgeschichte in die Kommentare schreiben. Nee, also so müde muss man erstmal sein, um einfach. Where did Hannah go? Ich hätte wissen müssen. Typ in der Wüste auf dem Fahrrad. Ich habe irgendwie Angst, dass es sich wehtut. Weil es. Yep. Okay, der hat ein Kazoo. Ja, aber. Ein Keyboard. Das ist eine Flöte. Es gibt ja manche Leute, die sind so ein bisschen eingebildet auf ihren Musikgeschmack. Die sagen dann sowas wie, also ich höre ja gar keine schlechte Musik, ich höre nur echte Musik. Und manche Leute, wenn die das sagen, dann meinen die halt sowas. Wo man sagen muss, also, ja, das stimmt, das ist echte Musik. Wenn ihr Charts hört, das ist Müll, das hier ist echte Musik. Das war genau das, was der Titel versprochen hat. Okay, ich glaube, da waren ein paar Videos bei, die ganz okay waren. Ich glaube, da war was bei, was lustig ist, das war okay. Ich habe ein bisschen zu selten, oh Digga, nein, oder sowas gesagt. Oder mein Mund weit aufgerissen beim Lachen. Da waren ein paar Dinge bei, die ich ganz lustig fand. Nur 90% aller Leute, die das Video hier geguckt haben, haben bestimmt die Versuche zu Lachen-Challenge geschafft. Oh Mensch. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, ich werde kein Reaktionsvideo. Ich habe das jetzt mal reingeworfen. Das wird wahrscheinlich das letzte Reaktionsvideo sein dieses Jahr. Ich werde auch nicht darauf reagieren, wie Maxify sich gezeigt hat, um es mal kurz in den Raum zu werfen. So, nein, auch wenn das anscheinend aktuell alle YouTuber machen. Ich will nur kurz sagen, dass wenn Maxify einen Reaktionskanal wirklich durchzieht, der YouTube Deutschland wirklich zerstören wird. Der wird Ende nächstes Jahr 2 bis 3 Millionen, so viele Abonnenten haben, der wird wirklich richtig, richtig abgehen, um es nur schon mal zu callen. Gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.